Am Sonntag wählen wir den Nationalrat neu. 183 Abgeordnetensitze werden vergeben und wir fragen uns wenige Tage davor, welche Partei hat aktuell Rückenwind? Welche Spitzenkandidaten polarisieren aber auch ins Negative? Viele Details und die analysiere ich jetzt mit Kronenzeitungs-Innenpolitik-Journalistin Petja Mladenova. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Petja, bei einer Analyse der Wahlumfragen muss man sagen, lange, lange war die FPÖ klar Platz 1. Zuletzt hat sich aber mehr und mehr gehäuft, die ÖVP würde massivst aufholen und liegt ganz, ganz knapp an der FPÖ. Was ist da los? Ja, genau so ist es. Man muss wirklich sagen, dass die FPÖ stark gestartet hat. Vielleicht waren sie zu siegessicher, zu, ja, wir sind Kanzler, es ist schon gelaufen. Ich glaube auch natürlich, das Hochwasser hat der ÖVP schon in die Hände gespielt, das ist sicher so. Und dass der Wahlkampf so gesittet war, so sehr, sehr wirklich sachlich, ruhig, das hat offenbar auch eher Karl Nehammer geholfen. Und natürlich die schwächelnde SPÖ, der Andi Babler, dass der nicht vom Fleck kommt, das hilft auch eher der ÖVP. Ja, Andreas Babler ist ja auch so ein Thema. Immer wieder hat er gesagt, es ist kein Duell Nehammer-Kickl, es wäre ein Duell Babler-Kickl. Im Prinzip Wunschdenken, oder? Ja, sie haben es versucht herbeizureden. Man muss natürlich sagen, bevor jetzt der Wahlkampf begonnen hat, war es schon so ein bisschen, sagen wir mal, ein Triell, ein wenig. Aber er ist relativ früh zurückgefallen. Viele in der Partei, selbst in der Partei erkennt man das, hat das schon mit seiner sehr linken Linie, vor allem auch wirtschaftlich sehr linken Linie, die Neos werfen ihm ständig eben, dass er Retro ist vor. Das scheint nicht gut anzukommen und das spüren auch sehr viele in der Partei. Es scheint so zu sein, dass die SPÖ schon am Wahlabend eine Krisensitzung anberaumt hat, jetzt schon. Wirklich? Weißt du das? Das hört man, ja. Boom. Dass die schon am Wahlabend sich treffen. Also da wird es ziemlich zugehen, glaube ich, bei der SPÖ. Wenn die Wahl so ausgeht, wie die Umfragen sagen, wenn die SPÖ wirklich stark verliert oder nicht dazu gewinnt, glaube ich, werden die Fetzen fliegen. Punkt, das ist aber heftig. Wie ist das? Es war zuletzt ja das schlechteste Ergebnis, das die SPÖ je eingefahren hat. Damals noch unter Pamela Rendi-Wagner etwas über 21%. Angenommen, er schafft den Zweier davor nicht. Sagen wir es mal ganz extrem. Und das wäre irgendwas mit 19,9. Was würde das bedeuten? Ich glaube schon, dass er dann gehen muss. Er wird sich vielleicht dagegen wehren, aber am Ende des Tages, wenn mehrere Granten, wenn die Wiener sagen, er muss gehen, dann wird er irgendwie gehen müssen. Egal, ob das jetzt die Statuten hergeben und ja. Aber er kann auch über 20 kommen, da würde ich mich jetzt nicht festlegen. Ja, klar. Das ist zu unsicher. Aber auch über 20 wäre immer noch unter 21, also das letzte war schon der schlechteste. Ja. 21 waren schon das schlechteste ever. Also auch 20 wären das noch schlechtere ever. Aber wir wollen es ja nicht jetzt irgendwie schlecht reden, bevor es stattgefunden hat. Vielleicht schafft er auch das Rendi-Wagner-Ergebnis, das würde ich jetzt nicht ausschließen. Das kann man nicht sagen. Pamela Rendi-Wagner sitzt in Stockholm bei der SED und wird grinsen und sie sagen, bin ich froh, dass mich das nicht mehr tangiert, oder? Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Aber man hört im Hintergrund eben, dass sich viele schon in Stellung auch bringen. Es kursieren schon Namen, es wird gemutmaßt, dass der Christian Kern wieder zurückkommen will. Ja, was ist dran an diesem Gerücht? Das Gerücht verdichtet sich. Manchmal gewinnen solche Sachen, bekommen manchmal so eine Eigendynamik, aber das kommt jetzt, liest man jetzt immer öfter in verschiedenen Zeitungen, zuerst bei uns. Ja, ich weiß. Das andere auch auf. Ja, heute habe ich das in einer anderen Zeitung gelesen, also auch Muchitsch wird genannt, also der Gewerkschafter. Ja, starker Mann. Ja. Auch wenn er kommt, sieht man ihn gleich, also er ist ein sehr präsenter Mann sozusagen. Ja, aber allein schon die Tatsache, dass schon Namen genannt werden, dass darüber spekuliert wird, spricht natürlich nicht für den Andi. Christian Kern wird am Sonntag auch selbst im Café Landmann diskutieren mit Conny Bischofberger, einer unserer Chefredakteurinnen. Sehr spannend, was er selbst zu dieser ganzen Geschichte sagt. Er lehnt das ja jetzt einmal ab. Ich habe schon das Gefühl, dass natürlich dieser Auftritt befeuert das Ganze, das glaube ich schon. Vielleicht, weil er eben am Wahlabend auftritt, dass man deswegen mache, es interpretieren als möglichen Wunsch, dass er zurückkehrt. Auch gemeinsam mit Reinhold Mitterlehner, also beide gemeinsam am Podium im Landmann, große, wichtige Diskussion, parallel zum eigentlichen Wahlergebnis. Aber kommen wir wieder zur Wahl zurück. Ja. Platz 4 und 5, auch da gibt es ein Match. Zuletzt haben das klar die Grünen dominiert mit 14% rund. Derzeit würde ich sagen, Grüne und Neos ebenso ganz, ganz knapp. Die sind sehr knapp. Also die letzte Wahl war ja eine sehr vom Klimathema dominierte Wahl und deswegen haben wir die Grünen damals so gut abgeschnitten. Dieses Mal war ja Klima kein Thema, bis dann das Hochwasser kam.
dann plötzlich, also eben in den letzten zwei Wochen, hat das eine Dynamik gewonnen. Ich glaube schon, dass das den Grünen ein bisschen in die Hände spielt. Vorher waren eigentlich die Neos vor den Grünen, dem Hochwasser. Und jetzt haben die Grünen wieder ein bisschen aufgeholt. Ja. Wird ein spannendes Match. Ja. Und auch die Frage, wer von beiden soll so eine Dreierkoalition dann tatsächlich in Frage kommt? Glaubst du, bestünde eine ernsthafte Chance, dass die Grünen wieder aufgenommen werden würden, trotz der Polarisierung von Leonore Gewessler? Naja, ausschließen würde ich es nicht. Auch die ÖVP schließt es logischerweise nicht ab, weil sie sich natürlich keine Optionen nehmen will. Ja. Die ÖVP ist ja in einer wirklich sehr bequemen Position, muss man sagen, mittlerweile. Ja. Es ist gut möglich, dass sogar ÖVP-SPÖ ausgeht. Also dann hätten sie noch eine Variante. Also besser, wenn sie dann auch Erster werden, dann ist es wirklich schon... Ja. Also wenn sie Erster werden würden, dann würden sie sicherlich auch am liebsten auch verdecken, dass es trotz allem ein gigantisches Minus ist im Vergleich zum letzten Mal. Genau. Wenn sie Erster sind, ist das Minus zwar gigantisch, aber sie sind Erster. Ja, also ich weiß. Sie werden trotzdem der Wahlgewinner sozusagen. Natürlich, keine Frage. Ich werde das zelebrieren. Karl Nehammer schließt ja ständig, auch zuletzt wieder eine Elefantenrunde gestern im ORF, eine Koalition mit der FPÖ unter Herbert Kickl im Prinzip beständig aus. Ja. Glaubst du, ist es nur das übliche Wahlkampfgeplänkel und danach ist dann doch wieder alles anders? Er hat das so oft dezidiert gesagt. Kann man das überhaupt noch komplizieren? Da kann er nicht mehr raus. Also er kann nicht in einer Koalition, Herbert Kickl muss dann eventuell den Clubobmann machen oder irgendwas in diese Richtung, dass er in die zweite Reihe geht. Also mit Herbert Kickl in der Regierungsmannschaft kannst du nicht gehen. Also da hat er sich viel zu sehr festgelegt. Hat er definitiv, das würde ihm 100-mal vorgespielt aus allen Archiven dieser Welt, würde sagen, keine FPÖ mit Kickl in Koalition. Aber das würde dann wirklich so eine Art freiwilligen Verzicht von Herbert Kickl bedeuten. Das hat Jörg Haider damals ja gemacht. Das ist die Frage. An sich hat sich ja der Kickl festgelegt, dass er diesen Fehler von damals nicht wiederholen wird. Andererseits muss man sagen, es ist immer... Es entstehen ja Dynamiken und die Debatten in den Parteien ergeben sich dann, wer weiß, wohin dann die Partei will. Wenn man die Chance hat, an die Macht zu kommen, das gibt man dann nicht so leicht auf. Also da wird schon Debatten auch in der FPÖ geben, ob man es nicht doch irgendwie macht und ob es nicht doch irgendwie möglich ist. Ja, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass die FPÖ sagt, es gibt uns jetzt ohne Herbert Kickl und der tritt irgendwie bewusst in die zweite Reihe. Das ist unrealistisch, glaube ich. Das ist unrealistisch, das stimmt schon. Aber... lassen wir es überraschen, das wird noch sehr spannend werden. Hörst du da hinter den Kulissen, du hast ja das Ohr dauernd an der Front, mit all den Spitzenkandidaten natürlich immer wieder in Kontakt, aber auch mit den Leuten aus der zweiten Reihe, die oft ja dann die wirklichen Entscheidungen treffen, sozusagen die B-Leute, wenn man so will. Was gibt es noch an Gerüchten oder an Neuigkeiten, wo du sagst, es ist bis dato nicht durchgedrungen in die Öffentlichkeit? Ja, das Neueste sind eben diese SPÖ-Gerüchte, das ist das Neueste. Bei der ÖVP ist alles, ja. Ja. Da gibt es keine Gerüchte. Bei der FPÖ, wie gesagt, ich meine, die jetzt am Ruder sind, quasi die vorne stehen, die sind festgelegt, ohne Kickl wird es nicht gehen. Nach der Wahl schauen wir mal, da haben vielleicht die Länder, gerade die starken Länder wie Niederösterreich und Salzburg auch ein bisschen was mitzureden, Oberösterreich. Also Udo Landbauer, wenn es konkret, oder Madeleine Swatzek, eine der beiden. Aber Udo Landbauer war zuletzt bei uns im Studio und sagt definitiv, keine Bundespolitik, interessiert ihn überhaupt nicht. Er selber nicht, das glaube ich ihm, aber es ist schon, also der Kickl ist ja, es ist ja nicht so, dass jetzt der Kickl überall in der Partei, er hat schon auch Feinde, ja, das ist ganz normal. Ja, stimmt. Polarisiert, ja auch intern ein bisschen, extern ja sowieso mit Aussagen, die zugespitzt sind, aber auch intern womöglich. Ja, natürlich, zum Beispiel die Wiener Partei, da gibt es schon auch welche, die nicht so gut mit ihm können. Also. Da gab es ja gestern in unserer Wahlanalyse-Sendung mit Christoph Haselmeier ja auch die Aussage, die SPÖ hat deswegen das Problem, weil sie intern komplett zerstritten ist, vielleicht jetzt ein bisschen zugespitzt, aber in mehrere Gruppen zerfällt. 4, 5 Gruppen, Gewerkschaft, die Wiener Partie, dann nennt er auch immer wieder Kärnten mit dem Landeshauptmann Peter Kaiser. Es gibt keine Zusammengehörigkeit und das manifestiert sich jetzt an einer nur halbwegs geordneten Unterstützung für Andreas Babler. Ist da was dran? Definitiv. Also es gibt in der SPÖ gibt es keine Einigkeit, keinen Zusammenhalt, das muss man wirklich sagen. Und der Andi Babler, das war ja schon vor dem Andi Babler so. Das war ja das Problem, dass es da verschiedene Lager gab und man unzufrieden war mit der Wendy Wagner. Und jetzt hat es der Andreas Babler, muss man wirklich sagen, kann man jetzt schon sagen, auch nicht geschafft, die Partei zu einen und in eine Richtung zu führen. Ganz im Gegenteil. Also man ist genauso zerstritten und er wird geradezu von manchen torpediert. Das muss man wirklich sagen. Nicht nur zu wenig unterstützt, sondern auch torpediert. Boom.
Das heißt, da ist eigentlich die Nichtzusammengehörigkeit unter allen fünf großen Parteien, die jetzt antreten, am offensichtlichsten. Ja, eindeutig. Mhm. Sie haben ein bisschen das Problem, dass die ÖVP richtig jahrelang hat. War immer die ÖVP eigentlich bis dato. Jetzt hat sie. ÖVP tritt erstaunlich geschlossen auf. Da hat man den Eindruck, da gibt es überhaupt kein Blatt irgendwo dazwischen. Absolut, ja. Es gibt auch keinerlei Kritik. Also die ist wirklich geschlossen und motiviert natürlich. Die EU-Wahl war ein super Schub für die ÖVP. Also das hat sie total motiviert und die marschieren geeint. Mhm. Das heißt, das ÖVP-Problem der Vergangenheit hat jetzt die SPÖ der Gegenwart. Heißt nicht, dass es kann auch wiederkommen irgendwann in natürlich, ein paar Jahren. Keine Frage. Aber es ist interessant, das zu beobachten. Mhm. Ja. Neos wirken auch sehr geordnet, obwohl ein bisschen Turbulenzen Matthias Strolz. Einerseits die Ankündigung einer Rückkunft, auch möglicherweise als Bildungsminister. Ja, du schaust schon so, man weiß bei ihm nie wirklich, was eigentlich dahinter steckt. Er spricht mit Bäumen, umarmt Bäume und dann sagt er eine Woche nach der Ankündigung bei uns hier auf Krone TV, er wäre gern Bildungsminister, er hört überhaupt auf und tritt auch quasi von den Neos aus. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es auch die Meindl-Weisinger nervt, aber sie ist wirklich auf ihrem Höhepunkt. Ja, sie ist in Topform, sie macht ihren Wahlkampf wirklich grandios. Also rhetorisch ist sie gut, sie als einzige Frau hat sie natürlich diesen Startvorteil, dass lauter Männer sind und sie ist die Frau. Also ich finde, dass sie das sehr gut gemacht hat und ja, der Stolz, das sind Nebengeräusche, das wird keinerlei Auswirkungen mit sich. Wir waren auch dabei, weil als wir das Sommergespräch mit ihr geführt haben, mit in die Werbepause kam die Nachricht plötzlich über Krone.at, dass Matthias Strolz einen Rückzug ankündigt. Sie hat es einfach nicht gewusst, hat sich ein bisschen gewundert, betroppt geschaut, hat sich aber nichts anmerken lassen, sondern das Thema gleich mal links liegen lassen. Sag ich ja. Also es nervt sie sicher, aber man lässt den Stolz sein. Genau. Manchmal singt er, manchmal redet er, manchmal umarmt er, manchmal wieder zurück und dann doch wieder da austritt. Bei den Grünen, interne Turbulenzen, sind sie gemeinschaftlich eine enge Partie oder ist es dann doch so, dass es da irgendwo, wo du meinst, da gäbe es irgendwelche Gräben dazwischen? Ja, ich meine, man muss sagen, dass sie nach diesen Turbulenzen rund um Lena Schilling sich jetzt wieder stabilisiert haben. Ja. Und man muss wenn er vielleicht nicht der beste Spitzenkandidat ist, Werner Kogler ist jemand, der diese Partei führen kann und einen kann und eben die verschiedenen Lager sehr gut zusammenhält. Das muss man ihm wirklich zugutehalten. Das hat er die ganzen 5 Regierungsjahre gemacht und hat es jetzt auch im Wahlkampf. Es gab keine Zwischenrufe, keine laute Kritik. Das ist richtig. Obwohl es ja trotzdem ein ziemliches Minus werden wird. Beim letzten Mal waren es 14% und jetzt höre ich hinter den Kulissen, manchmal sagen sie uns das ja auch, jetzt hoffen sie, dass es zweistellig wird. Ja, so ist es. Das Regieren hat ihnen nicht gut getan, aber das ist oft so, gerade beim kleinen Koalitionspartner, dass der dann nach der Regierung federn lassen muss. Der Juniorpartner hat die schlechte Karte quasi. Das ist oft so, ja. Mhm. Und bei den Grünen trifft es zu, das werden sie aber auch gewusst haben vorher. Also das ist irgendwie... Ist das so? Aber eben, sie hoffen, glaube ich, auf 10%, weil zwischendurch waren sie bei 8%. Ja. Sie haben gesagt, wenn es zweistellig wird, dann haben wir viele gesagt, dann nehmen sie es sofort und würden es gleich unterschreiben. Genau. Und trotzdem sind 10% im Vergleich zu den 14 ja trotzdem ein ziemlicher Absturz, kann man jetzt nicht sagen, aber eine deutliche Verkleinerung. Aber das, wie gesagt, letztes Mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da war ja ein Rekordsommer mit sehr vielen Bränden. Ja. Das Klimathema war das Thema im letzten Wahlkampf. Ja. Das hat ihnen wirklich geholfen und dieses Mal war es tatsächlich überhaupt kein Thema. Naja, indirekt ist mit dem Hochwasser, aber natürlich in einem ganz anderen Zusammenhang. Brände hat es heuer wirklich nicht so gegeben, obwohl es ja sehr lange sehr heiß war. Mhm. Aber Österreich war relativ verschont von großen Umweltthemen. Was noch dazu kommt, ist natürlich, dass alle anderen Parteien auch schon längst dieses Thema besetzen. Zum Beispiel die Neos und die SPÖ sehr stark. Das SPÖ sehr stark. Schadet natürlich den Grünen auch. Sie brauchen wahrscheinlich auch ein paar andere Themen. Ja. Sie versuchen es, aber sie stehen halt fürs Klimathema und das ist schwer. Das hat man in der letzten Elefantenrunde auch ein bisschen gemerkt, dass Werner Kogler war stark am Beginn, wie es ums Klima ging, da hat er so ein paar Wuchteln gehabt und dann ist er irgendwie in der Diskussion untergegangen, untergegangen, wie es um Verteidigung ging und Ukraine, Migration. Mhm. Es gibt noch kleinere, wir haben jetzt die 5 großen besprochen, es gibt auch die Kleinparteien, die jetzt antreten. Viele stehen am Wahlzettel, unter anderem, und da ist viel Kritik auch gefallen, zuletzt Dominik Vlasny mit der Bierpartei. Da hat es immer geheißen, kommt fix rein, wird abkassieren, 6%, 7%, da waren ja euphorische Prognosen. Ja. Jetzt sieht es ganz anders aus. Ja, aber er hat ja auch weitgehend auf Wahlkampf verzichtet, deswegen ist er auch sozusagen gescheitert. Ich habe das nicht ganz verstanden, weil wäre er aufgetreten, er ist ja eloquent, er hat einen Schmäh. Ich glaube, wenn er wirklich öfter aufgetreten wäre und sich nicht versteckt hätte im Wahlkampf, wäre er vielleicht nicht so abgestürzt. Aber das ist wirklich erstaunlich, wie man starten kann bei 10, 8, 10 und dann unter 4 fällt.
Das ist erstaunlich, nämlich unter 4. Also das wäre definitiv nicht der Einzug ins Parlament. Aber wie man gesehen hat in diesen einzelnen Pressestunden, war er gut. Er kann das, er kann gut reden, auch in dieser kleinen Baby-Elefantenrunde. Ja. Er kann es, aber er hat einfach zu wenig Wahlkampf gemacht. Das stimmt und er hat sich rar gemacht, du sagst versteckt, erstaunlich, weil er hat ja durchaus viel Anspruch von Menschen, die quasi dagegen sind und was Neues wollen, aber nicht unbedingt die FPÖ, weil manchen die FPÖ dann doch zu rechts ist. Vlasny hätte ja eigentlich eine gute Ausgangsposition. Ja, aber die hat er verspielt. Mhm. Also er hat quasi seine Vorteile verspielt. Und jetzt scheint, als würde keiner der Kleinen reinkommen. Da spielt wieder den anderen in die Hände. Stimmt. Vor allem den Großen. Ja. Weil dann gibt es die Koalition wahrscheinlich mit 46% der Stimmen, geht sich dann eine Mehrheit aus. Nämlich billiger sozusagen. Weil zusammengezählt werden sie schon kommen auf 6, 7, 8% und die fallen dann weg, wenn sie alle nicht ins Parlament kommen. Genau, genau. Mhm. Also insofern, ÖVP kann nur hoffen, dass keiner reinkommt. Richtig, ja. Auch dieses Scharmützel zwischen Sigi Maurer von den Grünen und Madeleine Petrovic, zuletzt in den letzten Tagen, ja, du schaust so, ich finde das auch eher absurd, aber es eskaliert auf einem Nebengleis sozusagen. Ja, fliegen tief. Mhm. Aber siehst auch, bei den Grünen gibt es Abneigungen gegenseitige. Ja. Ja. Sind auch nur Menschen, die. Da gibt es einfach, ja. Auch da menschelt es sozusagen auch bei den Grünen. Stimmt, da hat man den Eindruck, Maurer und Petrovic werden in diesem Leben nicht mehr beste Freunde. Nein. Ein Punkt noch zu den Kommunisten. Die KPÖ dürfte, auch wenn es jetzt nicht so euphorisch ablaufen wird wie etwa in Graz oder in Salzburg, trotzdem eines der besten Bundesergebnisse bekommen, die es je gegeben hat, zumindest in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Jetzt rede ich nicht in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Trotzdem, der Einzug ins Parlament wird sich offenbar eher nicht ausgehen. Das ist aber keine Überraschung, muss man sagen. Also das war wirklich eine Euphorie nach diesen regionalen Wahlen. Und es ist schon das Thema Wohnen, damit punkten sie, aber Wohnen allein ist jetzt nicht das Thema, das alles so bewegt. Ja. Und das war wirklich sehr regional. Und in Graz sind sie traditionell stark. Also mich überrascht das nicht, wenn die nicht reinkommen. Aber und erstaunlich ist trotzdem, dass in Vorarlberg die sozialistische Jugend eine Wahlempfehlung für die KPÖ abgibt. Ich weiß, also, ja. Das ist auch, man muss wirklich sagen, Andreas Babl hat auch ein bisschen Pech teilweise, denke ich mal. Naja, er ist so links positioniert. Haselmeier hat gesagt, er wäre der linkest positionierte SPÖ-Kandidat seit Jahrzehnten. Es gab so etwas schon lange nicht mehr. Und ich glaube, auch die sozialistische Jugend, die auch sehr, sehr links ist, die findet das vielleicht sogar okay. Ja, aber in Vorarlberg offenbar nicht. Na, er hat sehr viele Fans, das muss man wirklich sagen, dass der Babl polarisiert. Das ist auch das Problem, warum er die Partei nicht geeint hat, weil er in der eigenen Partei einfach polarisiert. Ja. Er hat seine Hardcore-Fans, die sind fast schon, sehen ihn wie einen Messias, die glauben daran, dass man es eben mit einem sehr linken Kurs schafft. Und dann gibt es eben die Realos, die der Meinung sind, dass, aber ich glaube, dass eher die Realos recht behalten werden. Petja, vielen Dank für die Analyse. Jetzt 3 Tage vor der Wahl. Am Sonntag am Abend wissen wir es und am Montag werden die Gespräche beginnen. Es werden die Karten neu verteilt. Wer wird die künftige Regierung bilden? Wir sind bei allem mit dem dabei. Ja, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Gerne.